allen herzlich willkommen. Den einen oder anderen haben wir ja eben auch schon im Film gesehen. Und ich möchte Ihnen der Vollständigkeit halber noch Folgendes sagen. Tim van Beveren hat auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung angefragt. Die hat aber abgesagt. Dann den Bundesverband der deutschen Luftfahrtindustrie und den Verband der deutschen Fluggesellschaften eingeladen, aber es gab keine Antworten. Das spricht irgendwie ein kleines bisschen für sich, würde ich sagen. Aber, so, Tim, als erstes möchte ich mit dir anfangen. Du hast den Film in großer Mühe gestaltet. Was war für dich die schwierigste Herausforderung überhaupt? Wie ist es, wenn man bei den Stellen immer wieder anfragt und dann eine Absage bzw. überhaupt keine Reaktion bekommt? Naja, also das ist man eigentlich als Journalist gewohnt, dass man, wenn man kritische Fragen stellt, entweder ausweichende Antworten kriegt oder es wird eben gar nicht geantwortet. Nur das nimmt irgendwie bei dem Thema Überhand. Und was ich persönlich etwas merkwürdig finde, ist, dass das in den Bereich der persönlichen Diffamierungen geht. Man wird da ganz schnell so zu einem Enfant terrible, nur weil man Fragen stellt. Aber es ist mein Job als Journalist, Fragen zu stellen. Das ist meine ursprüngliche Aufgabe und ich bin dafür da, die Öffentlichkeit zu informieren. Und dazu muss ich Fragen stellen. Und das Merkwürdige ist, dass das eben nicht nur mir so geht, sondern auch der Kollege Hinrichs hat das dann erlebt, als er sich mit dem Thema beschäftigt hat, auch der Kollege Peter Hornung vom NDR, der leider schon gehen musste. Herr Hinrichs, erzählen Sie mir konkret, was ist Ihnen passiert? Wie haben Sie die Recherchen in diesem Zusammenhang erlebt? Also es ist nicht so, dass man bedroht wird oder so, aber es ist sehr schwierig, überhaupt Antworten zu bekommen. Also wir machen das in der Regel so, ich arbeite sehr viel mit dem Kollegen Peter Hornung vom NDR zusammen. Wir kommen an Informationen, wir kommen an Dokumente und wir überlegen, wie wir die Fluggesellschaften oder die Flugzeughersteller konfrontieren können. Und dann schicken wir in der Regel Fragen zu, die dann in der Regel nicht beantwortet werden oder es wird versucht, Einfluss zu nehmen, indem man Chefredaktionen anruft und denen sagt, dass einem diese Recherche nicht passt. Die Chefredaktion interessiert das in der Regel nicht. Oder es werden dann andere Journalisten angerufen oder denen wird erzählt, dass man nicht mit uns zusammenarbeiten soll oder nicht mit Tim van Beveren zusammenarbeiten soll. Es gibt also den direkten Versuch, gab es von der Airbus-Pressestelle, wo die Welt angerufen worden ist und die Welt gewarnt worden ist, in Anführungszeichen, mit Tim van Beveren zusammenzuarbeiten. Das sind so die Dinge, die passieren. Also man kriegt in der Regel nicht die Antworten, die man haben möchte. Und dann muss man auch damit rechnen, dass andere Wege beschritten werden. Herr Lutze, bekommen Sie die Antworten, die Sie gerne hätten? Naja, ich bekomme ja mal mit, was mein Kollege Dressel immer fragt im Deutschen Bundestag. Deswegen muss man es nicht zweimal machen. Das Spannende ist ja, dass man mehr Antworten bekommt, als man manchmal mit rechnet. Also es wird ja alles Mögliche geantwortet, nur welche Verbindlichkeit hat das Ganze. Da gibt es einen sehr starken Wechsel. Aber ich glaube, dass die allermeisten, die hier in dem Thema dabei sind, eigentlich schon sehr bewusst sind, um was es hier geht. Hier geht es aber eben auch um sehr viel Geld. Hier geht es um Millionen, Milliarden Aufträge. Hier gibt es ganz starke wirtschaftliche Interessen. Und da sage ich mal, da muss es noch mehr Druck, auch Druck wie heute mit dem Film, Druck über die Öffentlichkeit, vielleicht auch Druck mit dem einen oder anderen noch weiteren kritischen Journalisten geben, die auch bei den großen Anstalten arbeiten. Ich glaube, da ist jetzt heute mit dem Film ein guter Anfang gemacht worden, aber wie gesagt, Antworten, die Logik, das erschließt sich alles. Also wir sind uns im Großen und Ganzen eigentlich alle einig und in der vorgehaltenen Hand wird auch ganz viel auch zugegeben, auch gesagt und gemacht. Nur der nächste Schritt muss jetzt kommen, bevor ein Unglück passiert. Sie sagen, es erschließt sich alles, aber es erschließt sich nicht immer alles allen. Vor allen Dingen die Industrie scheint da ziemlich zu blocken. Herr Klare, Frage an Sie. Wir haben uns vor der Veranstaltung unterhalten und Sie haben in einem Nebensatz gesagt, die Menschen, die dort medizinisch untersucht wurden, ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, wenn nicht, dann korrigieren Sie mich bitte, die haben die gleichen Symptome wie Menschen, die Crack oder LSD genommen haben. Wie kann ich das richtig verstehen? LSD habe ich nicht gesagt, sondern Crystal Meth.
Das sind in der Tat ganz ähnliche Phänomene, aber ich glaube, im Kern geht es darum gar nicht. Ich wollte mit so einer Aussage natürlich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir es mit einem sehr ernsthaften Problem zu tun haben. Und ich bin in der, eventuell, kleiner Vorteil meinen beiden Kollegen gegenüber, in der sehr glücklichen Lage, dass die Menschen, denen ich sehr unangenehme Fragen stelle, dafür bin ich eigentlich bekannt auch, dass ich sehr unangenehme Fragen stelle, sprich der Luftfahrtindustrie, sprich den Carriern, den Luftfahrtunternehmen, dass die mir natürlich auch antworten. Welche unangenehmen Fragen stellen Sie denn? Also die unangenehme Frage ist zum Beispiel die, warum nicht schon lange auf ein anderes Zapfluftsystem zum Beispiel umgestiegen wurde, warum man bei Bleed Air bleibt, wieso man nicht etwas genauere Messungen macht. Und wenn man dann diese Fragen stellt, wird einem natürlich viel erläutert, viel erklärt. Was kriegen Sie denn für Antworten? Also die Antwort ist erstmal die, dass, ich sage es gleich, dass die EASA jetzt zum Beispiel eine große Messkampagne macht mit Lufthansa und Condor zusammen, die bis 2016 die Flüge also misst mit einer technischen Einrichtung, die, so wurde mir erklärt, dafür auch ausreichend ist, also nicht nur die Mittelwerte misst, sondern auch die Peaks misst, also durch so temporäre Fume-Events misst, dass parallel dazu die EASA ein Programm ausgeschrieben hat, um die Pyrolyse-Stoffe noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, um diese beiden Ergebnisse dann zusammenzufassen. Und ich habe festgestellt, bei der Diskussion und meinen Gesprächen mit den Airlines als auch mit den Flugzeugherstellern, hier in erster Linie Airbus natürlich, dass die durchaus ein sehr großes, wirklich auch vitales Interesse daran haben, dass dies zu vernünftigen, handhabbaren und diese Risiken abstellenden Lösungen führt. Herr Tessel, Sie wirken bei der Antwort von Herrn Klare ein bisschen überrascht und gucken dabei so etwas verträumt in den Himmel. Glauben Sie es nicht? Also ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon ein bisschen länger als er, deswegen reklamiere ich jetzt mal. Herr Tressel, jetzt mal Entschuldigung, woher wissen Sie das? Naja, ich habe von... Weil ich seit 2013 im Deutschen Bundestag ist. Nein, es geht jetzt nicht um die Jahreszahlen. Ja, nein, aber das ist jetzt wieder so eine von diesen Argumentationen, die ich leiden kann. Also wenn Sie das schon nicht geregelt kriegen, dass Sie zusammenreden, dann möchte ich mal ganz kurz was eben sagen. Diese Messungen, die Sie da gerade angeregt haben, Herr Klare. Okay, nicht angeregt, die EASA hat sie beauftragt. Wir reden von 40 Messungen, die insgesamt durchgeführt werden von der EASA. Eine Messung, die es schon 100 Mal gibt, Wir wissen, dass die Stoffe da sind. Und diese Messung wird ausgerechnet durchgeführt von der Medizinischen Hochschule Hannover, die im Auftrag der Lufthansa gemessen hat und festgestellt hat, es gibt kein Problem, weil der dort vorhandene Messtechniker, sich anmaßt, medizinische Stellungnahmen abzugeben und zu sagen, die Arbeitsplatzgrenzwerte werden nicht überschritten. Das ist derselbe Messtechniker, der für die Condor gemessen hat und gesagt hat, es ist kein Problem, und der für die Lufthansa gemessen hat und es gibt kein Problem. Und es ist derselbe Messtechniker, dessen Messergebnisse der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Ja, die Lufthansa hat diese Messungen nicht veröffentlicht, obwohl das Fraunhofer-Institut gerne diese Messungen peer-reviewed als wissenschaftliche Studie veröffentlichen wollte. Da hat sich die Lufthansa gegen geweigert. Herr Handwerk, stimmt es? Das ist weitgehend richtig, ja. Also ich könnte jetzt Herr keine Klare, Widersprüche dann verstehen. Ganz kurz, dann, Herr Klare, nochmal. Gibt es eine heimliche Ehe zwischen Regierung und Luftfahrtindustrie? Also ich bin nicht die Regierung. Die Regierung ist die Exekutive, ich bin die Legislative, ich sitze im Deutschen Bundestag. Ich frage Sie trotzdem. Sie? Nein, zwischen mir und irgendeinem Luftfahrtunternehmen gibt es keinerlei Liaison, keinerlei. Ich fliege noch nicht mal, wohlgemerkt. Ich bin auch nicht mal Kunde bei denen. So, und von daher... Bitte? Bleib gesund, habe ich gesagt. Ich bemühe mich drum, ja. Ich bin 63 Jahre alt, bin auch relativ fit. Ich glaube, ich bin schon 2-3 Mal geflogen, logischerweise, aber immer nur dann, wenn halt die Bahn nicht fährt. Aber im Moment fährt sie ja, Gott sei Dank, da ein Abschluss erreicht worden ist. Also ich gehöre nicht zu den Kunden. Ich bin auch nicht mal sozusagen darüber erpressbar. Ich bin überhaupt nicht erpressbar. Das heißt, ich bin derjenige, der unangenehme Fragen stellt. Von Verrat kann hier keine Rede sein. Also die SPD hat mit den Grünen zusammen, das ist im Film ja auch berichtet worden, einen Antrag gestellt, dort also epidemiologische Studien anzuregen. Das ist damals mit etwas seltsamen Äußerungen eine Partei schon gar nicht mehr im Deutschen Bundestag. Wohlgemerkt, was hat man dann davon, kann man auch sagen. Das haben wir uns verdient.
Ja, kann man auch sagen, ja. Ganz kurz, bitte einmal freundlich, weil... Ja. So. Entschuldigung. Also ich bin relativ sicher, dass die Studien, die jetzt angeregt worden sind von der EASA, nicht identisch sind mit dem, was gerade dargestellt worden ist und durchaus seriös ablaufen werden. Zumindest werden wir, ich zumindest und viele meiner Kollegen auch, Herr Dressel so bei der Linken, auf jeden Fall auch ein sehr waches Auge darauf haben, was da untersucht wird. Denn wir, die wir hier sitzen als Politiker, haben überhaupt kein Interesse daran, irgendwas zu vertuschen, irgendwas unter den Teppich zu kehren, zumal das, siehe dieser Film, ja ohnehin nicht gelingt. Was tun Sie denn konkret dafür, dass es über dem Teppich bleibt? Oder also zum Beispiel die Öffentlichkeit darüber zu informieren, weil ich an die Ergebnisse hier auch durchaus herankomme, wenn ich möchte. Die sind ja nicht so, dass sie dann irgendwo im Panzerschrank liegen und ich einbrechen müsste. Also wenn ich den Leuten die Frage stelle, kriege ich auch Antworten. Also gehen Sie mal davon aus, dass alle Politiker, vielleicht ein paar ausgenommen, die im Deutschen Bundestag sitzen, ein vehementes Interesse daran haben. In dem Film sagen wir das dort, ja, aber eigentlich, ich habe gerade gesagt, eine Partei ist ja schon gar nicht mehr vertreten. Und über meinen Kollegen, der dort auch noch zitiert wurde, sage ich erstmal nichts. Aber wir drei, die wir hier sitzen, haben ein gemeinsames Interesse, dass dort Studien erstellt werden und Abhilfe geschaffen werden. Ich bin voll und ganz auf der Seite der Forderungen, die Cockpit stellt und die UFO stellt. Dahinter stehe ich. Brauchen wir noch mehr Studien aus Ihrer Sicht? Nein, also wir brauchen eigentlich keine neuen Studien. Ich meine, ich glaube, jeder, der den Film hier gesehen hat, dem ist doch klar geworden, was passiert an Bord. Wir haben Menschen, der eine Fall, der ist ja auch gezeigt worden, 16.01.2010, da gehen 7 Besatzungsmitglieder an Bord, die haben einen schweren Fume-Event, werden teilweise mit dem Krankenwagen vom Flugzeug abgeholt. 5 von diesen Menschen sind heute noch dauerhaft fluguntauglich. Ich habe mich persönlich mit einigen unterhalten. Eine Dame schilderte, sie hat ein Jahr lang kaum noch sprechen können. Ja, also es tut mir leid, aber diese Verteidigungsstrategie der Industrie, die immer wieder gefahren wird, die sagen, und auch die Berufsgenossenschaft ist genauso unterwegs, wir sehen hier noch keine Kausalkette, die geschlossen ist. Ich sage mal, ich bin nur einfacher Pilot, ich bin kein Wissenschaftler. Aber so ein bisschen gesunden Menschenverstand, glaube ich, muss man auch von der Industrie erwarten können. Und wenn ich so einen Fall habe, wo 7 gesunde Menschen an Bord gehen und sie gehen nach so einem Event nicht mehr gesund von Bord und sind dauerhaft erkrankt, dann akzeptiere ich die Entschuldigung der Industrie, dass da keine Kausalkette geschlossen werden kann, nicht. Wenn die sagen, dass es nicht von diesem Fume-Event kommt, dann erwarte ich und verlange ich, dass sie mir erklären, woher es dann kommt. Und das fehlt bisher. Das fehlt einfach und dahinter versteckt man sich und man spielt auf Zeit. Seit Jahren wird auf Zeit gespielt und es wird massiv, nicht nur auf Medien, auch auf alle Parteien, die sich hier engagieren, Druck ausgeübt. Ich habe vorhin wieder gehört, dass bei uns angerufen wurde, wir sollten heute ja nicht behaupten, dass Richard Westgate an kontaminierter Kabinenluft gestorben wäre. Das sei nicht richtig, weil er auch Barbiturate im Körper hatte, die sicherlich auch zu seinem Tod geführt haben können. Aber was sind Barbiturate für die? Das sind Schmerzmittel. Aber trotzdem, selbst wenn er Schmerzmittel im Körper hatte, dann war das nicht, weil er sie so gerne zu sich genommen hat, sondern wenn, dann war das, weil er eben schwer erkrankt und schwere Schmerzen hat. Aber Herr Dr. Mulder steht schon auf und da hinten meldet sich jemand mit vielleicht noch genaueren Informationen. Ich möchte damit auch nur zum Ausdruck bringen, dass hier massiv versucht wird, dieses Problem unter den Teppich zu kehren. Und ich muss ganz klar sagen, dass ich bisher nicht eine besonders aktive Bundesregierung gesehen habe, die sich um das Problem kümmert. Wir waren einmal so weit, dass die Regierung nicht mehr anders konnte, weil der öffentliche Druck groß genug war. Dann hat man den Schachzug gezogen, hat es auf die EU-Ebene abgeschoben. Da ist es wieder schön versandet. Jetzt machen wir noch eine Studie, untersuchen zum 100. Mal, was sowieso jeder weiß, dass diese Stoffe in der Kabinenluft vorkommen und gewinnen wieder ein paar Jahre Zeit. Ich halte das für unverantwortlich. Hunter, wir haben im Film von Tim van Deveren eben unterschiedliche Thesen gesehen, warum das so sein könnte. Was ist Ihr Hauptgrund, warum glauben Sie, dass da so auf Zeit gespielt wird? Ist es einfach nur Geld?
Es ist, ich muss es sagen, leider so traurig es ist, da wird einfach Geld über Moral gestellt. Es geht nur ums Geld. Wir haben die Technik, die ist verfügbar, aber es kostet halt Geld. Wir haben noch nicht für die Bestandsflotten die Technik, da müssten Filter entwickelt werden, da müssten Sensoren entwickelt werden. Auch da gibt es ja schon weitgehende Entwicklungen, was Sensoren angeht, aber auch das kostet Geld, das möchte man einfach nicht ausgeben. Und die Industrie und ganz besonders die Hersteller mauern massiv. Sie behindern uns aktiv in dem Versuch, auf europäischer Ebene Standards zu schaffen, die endlich einmal sicherstellen, dass Menschen hier nicht Gefahren ausgesetzt werden. Das muss man auch mal klar sagen. Da geht es nicht nur um passives Verhalten, sondern es geht auch tatsächlich um aktives Verhalten. Es kostet Geld, sagen Sie. Dabei müsste man als Laie doch sagen, es ist ein Menschenleben. Es kostet wahrscheinlich doch viel mehr, oder? Naja, die verstecken sich ja bisher sehr geschickt dahinter, dass die Kausalkette ja nicht 100% geschlossen ist aus ihrer Sicht. Und die Kollegen, die erkranken und vor Gericht gehen, scheitern alle. Solange man dem Richter, die Beweislast liegt ja bei dem, der klagt. Und wenn jemand klagt und sagt, ich bin daran erkrankt und möchte jetzt irgendeine Form von Kompensation, dann hat er die Beweislast. Und das ist eigentlich schon ein Fehler im System, denn nach solch eindeutigen Vorfällen, wie sie passiert sind, müsste die Beweislast bei der Industrie sein. Herr Schmidt, Frage an Sie als Luftfahrtexperte. Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Müsste die Beweislast aus Ihrer Sicht nicht genau umgekehrt werden? Es müsste umgekehrt werden. Herr Müll, 2 Minuten, ich komme gleich zu Ihnen. Ja, es müsste umgekehrt werden tatsächlich. Ich habe allerdings erhebliche Zweifel, ob das beim deutschen Gericht so ohne weiteres angewendet würde. Ja. Weil die deutschen Richter, die damit befasst werden, sicherlich auch erstmal die Auffassung vertreten, die Kausalkette ist nicht nachgewiesen. Ich denke, es braucht mindestens eine zweite und dritte Instanz mindestens, bevor ein Richter auf die Idee kommen könnte, dass man mit dieser Situation tatsächlich von einer Beweislastumkehr, zumindest von einer sekundären Darlegungslast, will das jetzt juristisch nicht auseinanderfriemeln, reden müsste und dann ein Gericht vielleicht entscheidet. Ich setze deswegen gar nicht so sehr bei Klagen von Mitarbeitern eines Luftfahrtunternehmens darauf, dass sie etwa vor Gericht gehen können. Das können sie nämlich zum Teil nicht, weil sie nach deutschem Sozialrecht ausgeschlossen sind, sondern mit der Berufsgenossenschaft sich auseinandersetzen. Bei Passagieren ist es anders, da könnte ich einen Anspruch herleiten aus einem internationalen Übereinkommen. Aber was die Besatzungsmitglieder angeht, da hoffe ich sehr, dass die Verfahren, die jetzt angestrengt werden in den angloamerikanischen Rechtskreisen, insbesondere von meinem Kollegen Frank Cannon, der da also schon einige Prozesse angestoßen hat, wenn dort die richtigen Entscheidungen gefallen sind, dann wird sich auch ein deutscher Richter den Beweisergebnissen, die in diesem Verfahren, und da hat das angloamerikanische Recht sehr viel mehr Möglichkeiten als das deutsche Zivilrecht, da könnte vieles übernommen werden. Und dann, denke ich mal, wird sich erheblich was bewegen, denn dann kostet es richtig Geld. Im deutschen Rechtssystem ist es ja der Schaden, okay, den kann man hochrechnen, Verdienstausfall, Schmerzensgeld ist in Europa sowieso nicht besonders ausgeprägt, in Deutschland ganz entwicklungsbedürftig. Aber in den angloamerikanischen Rechtssystemen, da sprechen wir von wirklichen Geldern, die da fließen, da sprechen wir von punitive damages, etwas, was wir im deutschen Recht gar nicht kennen, also so eine Art Strafschadenersatz dafür, dass einer etwas gewusst hat, aber nichts getan hat, und es einfach darauf ankommen hat lassen. Das werden dann natürlich Beträge sein, die da ausgeurteilt werden, die den Unternehmen wehtun. Und das wird wahrscheinlich erst den Zwang auslösen, jetzt zu handeln. Vorher lässt man das einfach vor sich hin sickern und wartet ab, ob es tatsächlich zu irgendeinem Ergebnis kommt. Also ich bin, wie gesagt, sehr, sehr optimistisch, wenn Frank Cannon bei den englischen Gerichten ein Erfolg ist, wenn in amerikanischen Prozessen, australische haben wir ja schon Musterprozesse, aber erst so können nach meiner Einschätzung deutsche Richter davon überzeugt werden, dass auch in Deutschland was getan werden muss und dass unser Rechtssystem, gerade auch im Zivilrecht, bei solchen Fällen eben schlecht ist. Wie gesagt, die Beweislastumkehr ist ein Trick, den ein Richter angreifen kann, wenn er meint, es muss anders gelaufen, als es läuft. Zunächst mal muss derjenige, der einen Schaden behauptet, die Tatsache des Schadens und vor allem den Ursachenzusammenhang belegen. Und wir haben heute in den Statements oft gehört, dass gerade an diesem Ursachenzusammenhang immer wieder gezweifelt wird. Das tut möglicherweise ein Richter, der gar keine Ahnung von der Fliegerei hat, in aller Regel jedenfalls, natürlich auch. Sie können ihn beraten. Ne?
Könnte man ja, aber ich sage dazu jetzt nichts. Ganz kurz hin, weil da waren zwei Wortmeldungen. Herr Mülder war da und da vorne war der Herr. Ich schlage vor, Herr Mülder zuerst und dann kommen wir zu Ihnen, aber ich habe Sie nicht vergessen. Ich wollte etwas korrigieren von der Westgate-Sache. Er hatte ganz schwere Kopfschmerzen, schon seit Jahren. Und er hatte ein eigenes Medizin gefunden auf Internet, der Pentobarbital, das haben wir gefunden, auch in dem Postmortem. Er hatte das schon seit Monaten gebraucht. Und der Coroner in England hatte gesagt, dass es gibt ein Phänomen, das heißt Automation. Wenn eine Person etwas nimmt gegen die Schmerz und einige Stunden später wieder etwas, aber dann eine Überdosis, ein zu viel nimmt auf diese Stoff. Wir haben in seine Haare gefunden, dass schon 3 Monate dieser Stoff da ist. Und das ist ein Argument für die Gegenpartei, sagen die das korrekt, das weiß ich nicht, um die ganze Befunde zu bekritisieren. Könnte das denn ein Grund für seinen Tod gewesen sein? Die Automation, das ist, was der Coroner hatte gesagt über diese Sache. Aber dieses Schmerzmittel an sich ist... Das ist vielleicht auch ein Grund, warum... Wenn Sie zu viel von Pentobarbital nehmen, dann ist das auch eine Todursache. Aber wir haben die erste Ursache für seinen Tod ist der lymphozytäre Myokarditis. Das ist, was wir gefunden haben in alle drei diese Personen, die wir... Das ist das, was wir auf dieser... Grafik gesehen haben mit den schwarzen Punkten. Die schwarzen Punkte, ja, die man da sieht. Die schwarzen Punkte, das sind die T-Lymphozyten und das sind weiße Blutkörper, die normalerweise nicht ins Herzmuskeln da sein sollen. Aber eine Sache noch dazu, diese ganzen 3 Verfahren, auch das von Herrn Westgate, ist noch nicht abgeschlossen. Das ist ein Verfahren nach britischem Recht, das untersteht einzig und allein dem Coroner als einem Richter in diesem Verfahren, eine Todesursache zu bestimmen. Und diese ist bis jetzt noch nicht bestimmt worden. Das Verfahren läuft noch. Es ist ein öffentliches Verfahren im Gegensatz zu uns. Es gab hier aus deutschen Kreisen sehr schnell Kritik daran. Es gab auch Gutachten dazu, die geschrieben worden sind. Und dann die BG hat was veröffentlicht. Die haben sich damit eigentlich nach britischem Recht, Contempt of Court nennt man das, sie haben sich gegen das britische Recht verstoßen. Sie könnten in Großbritannien dafür sogar belangt werden. Es ist ein Verfahren, was einem Richter unterliegt und der hat noch kein abschließendes Urteil gesprochen, dieses Verfahren läuft noch. Aber ich darf noch ganz kurz eine Sache anmerken, weil es lässt mir dann doch keine Ruhe. Wissen Sie, Herr Klare, als ich angefangen habe mit diesem Thema, da war Ihre Partei in der Opposition und ich muss dazu sagen, ich hatte das Privileg mit, glaube ich, dem letzten großen Politiker der SPD sehr eng zusammenzuarbeiten, nämlich mit Willy Brandt, bei seiner Mission, als er die Deutschen aus dem Irak herausgeholt hat. Ich bin doch etwas erstaunt darüber, wie Ihre Partei sich hier für die Belange von Arbeitnehmern einsetzt. Der Kollege Hacker hat es noch getan. Der ist mit seinem Antrag gescheitert. Er hat sich sogar verhöhnen lassen müssen von einem Oppositionspolitiker. Jetzt sind Sie in der Regierung. Was tun Sie denn jetzt? Ich meine, wir haben mehrfach das Wirtschaftsministerium gefragt, welchen Einfluss denn das Wirtschaftsministerium jetzt auf Airbus nimmt. Weil ich gehe mal einfach davon aus, dass die SPD als immerhin eine große deutsche Partei, noch die zweitgrößte Partei im Bundestag, vielleicht ändert sich das ja irgendwann, dort etwas unternehmen kann. Sie können ja Druck ausüben durchaus. Es sind ja auch deutsche Gelder, die bei Airbus reinfliegen. Airbus kriegt Kredite auf der Basis des Kredits, die die Bundesregierung bekommt, den Kreditsatz. Da kann ich doch auch Forderungen mit verbinden, oder ist das nicht opportun? Ich meine, Sie reden doch mit Ihren Genossen, oder nicht? Also, was opportun ist, entscheidet am Ende die Politik, wohlgemerkt. Und ich sage Ihnen jetzt, was opportun ist. Opportun ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen diese Risiken auf Null bringen. Und zwar möglichst schnell. Was tun Sie denn? So, ich bin seit ungefähr, ich bin jetzt für die Berichterstattung Flug
seit ungefähr 3 Monaten zuständig. Davor war ich dafür nicht zuständig, für dieses große Themenfeld. Ich bin in diesen 3 Monaten daran, das gesamte Feld zu sichten, habe das als einen Punkt ausgemacht, der in der Tat ein kritischer ist, wo man wirklich was tun muss, und bin jetzt wirklich reihum in Gesprächen mit all denjenigen, die dort irgendwas bewegen und entscheiden können. Und mache mir gerade ein Bild von dieser Lage. Deshalb bin ich heute Abend auch hier, weil ich mir ein Bild machen will. Und ich denke mal, das ist erstmal erlaubt, sich ein Bild zu verschaffen. Denn hinterher muss man entscheiden und nicht entscheiden, weil irgendeiner, wie Sie zum Beispiel, sagt, entscheide bitte so, sondern es muss meine Entscheidung sein. Und die muss auch begründet sein, diese Entscheidung. Und insofern rede ich mit allen, die in irgendeiner Weise Akteure in diesem Feld sind. Und das ist der BDL, das ist also der Verband der Luftfahrtindustrie in Deutschland, das sind die Airlines, das sind die Hersteller von Flugzeugen, das sind die Produzenten, aber gerade gesehen im Film aus Bayern, die dieses Messgerät produziert haben. Und ich rede dann auch mit unabhängigen Leuten, die ich kenne, die ingenieurwissenschaftliches Know-how haben, medizinisches Know-how haben, um mir ein Bild zu verschaffen. Und gehen Sie mal davon aus, dass wenn ich dieses Bild fertig habe, das dauert nicht mehr allzu lang, und dieser Abend heute ist ein wichtiger Mosaikstein in diesem Bild, dass dann auch von mir Initiativen ausgehen werden. Da bin ich aber ganz sicher. Sie haben ganz viele Gruppen aufgezählt, mit denen Sie reden. Reden Sie auch mit Betroffenen? Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen als Mediziner. Ich habe gehört, Sie reden mit Akteuren und haben eine ganze Liste aufgeführt. Ich selber spreche jetzt mal in meiner Funktion als Arzt, jemand, der sich um die kümmert, die Betroffenen sind. Und ich habe in der ganzen Diskussion bisher vermisst, es geht um die Betroffenen. Und ich denke, dort abzuholen, wo brennt es eigentlich, wo ist Handlungsbedarf, das ist der richtige Weg. Und das Zweite ist das Thema Ökonomie. Ist ein klassisches, weit verbreitetes Thema. Für mich ist die Ökonomie immer ein Diener des Menschen. Und in erster Linie, ich spreche wieder als Arzt, steht die Gesundheit oder allgemein gesprochen die Lebensqualität im Vordergrund. Und alles andere, was technisch, ökonomisch, juristisch möglich ist, dient diesem Ziel. Herr Fenrich, halten Sie das Mikro ruhig in der Hand, weil es tut mir leid für Sie, wir kommen immer wieder, aber ich habe Sie nicht vergessen. Was ist denn möglich, medizinisch gesehen, für die Patienten, die am erotoxischen Syndrom leiden? Was kann eine Airline machen, um dafür zu sorgen, dass man ein Fume-Event rechtzeitig erkennen kann? Ich habe es eben einmal kurz angesprochen, als ich Sie vorgestellt habe. Sie haben etwas entwickelt, womit man rechtzeitig eigentlich reagieren könnte. Ich möchte jetzt auf Ihre ersten Teilfragen eingehen. Kannst du es ganz kurz nochmal wiederholen? Ich habe gerade mal den Faden verloren. Nee, ist so heiß hier, habe ich schon wieder vergessen. Nein. Habe ich mir doch gedacht. Was können Patienten tun? Okay, ich richte das jetzt mal als Frage an mich. Was kann ich tun? Erstens mal in Bezug auf den Patienten. Und das ist mir auch in Gesprächen mit Betroffenen bewusst geworden. Es geht nicht immer um das Tun, medizinisch, technisch etwas tun, sondern die Nummer eins ist erstmal zuhören. Ernst nehmen und respektvoll mit den Menschen umgehen. Und das betrifft alle Beteiligten. Das betrifft die Airlines, das betrifft die medizinischen Dienste, die Politiker und die Anwälte. Und wenn ich zuhöre und ernst nehme, dann habe ich das Leid schon um einen großen Anteil reduziert. Und die Hürde zu nehmen, etwas technisch zu lösen, braucht Zeit. Das ist dann ein ganz anderer Weg. Und das ist für mich die Reihenfolge. Jetzt habe ich es gerade, sorry Tim, ich weiß, es brennt ja unter Nägeln, aber als ich Sie vorgestellt habe, habe ich es angesprochen, Sie haben etwas entwickelt, das aber mehr oder weniger auf taube Ohren stößt. Können Sie uns das ein bisschen genauer erklären? Also die tauben Ohren können Sie jetzt mal weglassen. Das, was ich als Entwicklungsleiter seit 1997 mitentwickelt habe, ist ein Highlight in der Qualitätssicherung im medizinischen Bereich. Das ist ein Testverfahren, in dem wir nämlich genau was anderes tun, als was die letzten 30 Jahre gemacht worden ist, dass nämlich einzelne chemische Substanzen und, dass man sich gefragt hat, gibt es monokausale Zusammenhänge, 1 plus 1 gleich 2, weil das gibt es nicht. Wir haben ein Verfahren entwickelt, wo wir genau dieses Paradigma verlassen und gesagt haben, wenn wir eine Antwort möchten, für uns als Menschen oder für uns als Patienten, dann brauchen wir
uns selber als Testsystem. Und nichts einfacher als das ist unser Humanblut, in dem wir eben unser Immunsystem repräsentiert haben. Und unser Immunsystem ist sozusagen die Schutzhülle unseres Körpers. Dieses Modell ist 2010 in Europa gesetzt geworden für injizierbare Arzneimittel in der Pharmakopöe. Und genau dieses Modell übertrage ich jetzt auf die Fragestellung für injizierbare Pharmaka, auf die Frage der Luftqualität in der Resonanz mit unserem Immunsystem. Und das wird täglich eingesetzt? Es ist gesetzt, dass für parenteralien injizierbare Arzneimittel es eingesetzt werden muss. Das ist so. Für die Luftqualität ist das Modell, was ich entwickle, nicht reguliert. Wir sind im Entwicklungsprozess, das zusammen mit der Firma Kröger und Obst, die Sie gezeigt haben. Und das Ziel ist, zum einen über die Methode von dem Unternehmen Kröger und Obst einen Schalter zu entwickeln, der dann direkt zeitnah online zeigt, da ist ein Risiko. Mein Part ist, um in einem Prozess zu zeigen, es besteht auch ein gesundheitliches Risiko. Für mich in der Summe ist aber die Antwort immer die Vermeidung eines Risikos. Da kann man ewig lang drüber diskutieren, kann man Filter einbauen, Sensoren bauen. Und die Vermeidung ist für mich der kürzeste und einfachste Weg, nämlich die Bleed Air zu verlassen und in ein anderes System zu gehen. Und die Technologie ist da. Das ist ein schönes Bild, weil gleichzeitig haben alle genickt. Und ich glaube, jeder stimmt Ihnen dazu. Es ist, also ich denke, das ist auch der Schritt, der eigentlich passieren muss. Aber es gibt noch einen weiteren interessanten Aspekt, der jetzt gerade anklang, nämlich das ist das sogenannte Precautionary Principle. Das heißt, ich muss eigentlich in der Fliegerei, das ist das, was die Fliegerei in den letzten 100 Jahren sicher gemacht hat, das heißt, ich muss Vorfälle und Zwischenfälle vermeiden. Ich darf sie nicht in Kauf nehmen, sondern ich muss sie vermeiden. Das ist das, was sich jeder Pilot eigentlich bei jedem Flug vergewissert. Das sind keine Hasardeure, sondern Zwischenfälle sind zu vermeiden. Das ganze Prinzip sollte eigentlich oberste Maxime sein, ist es aber nicht unbedingt, wenn es um Gelder geht. Aber es gibt hier in dem Zusammenhang dann noch einen weiteren Aspekt, der sehr beachtlich ist, wie ich finde, nämlich wir haben eben auch gesagt, es ist nach Brüssel verschoben worden, an die EU. Wir kriegen eigentlich heute unsere Gesetzgebung auf EU-Ebene. Und wenn irgendwas in Deutschland, also ich habe das sehr oft als Journalist gehört, Peer wahrscheinlich auch, wenn irgendwas hier eine kritische Frage ist, ja, das können wir nicht für Deutschland klären, das muss EU-weit geklärt werden, das geht nur auf europäischer Ebene, das müssen wir alle zusammen machen. Wir in Deutschland können das, wir können eine Straßenmaut in Deutschland einführen gegen den Widerstand aller anderen europäischen Staaten, aber hier hört es, da hört es dann auf. Ja, Moment. Hat ja geklappt. Aber alles andere müssen wir europäisch regeln. Es ist noch jemand hier, der extra angereist ist aus London, weil ich ihn darum gebeten habe, nämlich Frank Brehaney. Frank Brehaney ist sowas wie bei uns eigentlich die Verbraucherzentrale, die in dieser ganzen Frage komischerweise noch nie aufgetaucht ist. Zumindest ist sie mir noch nie bekannt geworden. Die auch in keinerlei dieser Gremien, dieser Gesetz, Sie müssen sich mal vorstellen, wie so ein Gesetzgebungsprozess in Europa abläuft. Ich habe das ja immer oft als Journalist hinterherverfolgt, ob das nun Glühbirnen waren, die uns übergestülpt worden sind oder andere Dinge in der Luftfahrt, auch Flugdienst, Ruhezeiten und solche Dinge. Das wird uns ja einfach so übergestülpt von der EU. Und am Tisch der Verhandlungspartner dort sitzen dann Experten, das sind dann meistens die Industrielobbyisten und da sitzen dann, ja, ich glaube, Piloten sind da auch zugelassen. Aber wen ich da noch nie gesehen habe, das sind wir, Bürger. Wir werden da gar nicht vertreten. Da wird immer gesagt, ja, ihr werdet durch das Parlament vertreten. Wobei, da muss man sich dann auch wieder vorstellen, so im EU-Parlament, die Abgeordneten, die dürfen zunicken oder ablehnen. Wo ist denn Mr. Brehaney? Aber Mr. Brehaney ist dort vorne und er ist jemand von einer Verbraucherzentrale eben in England und die machen das, die Engländer sind vielleicht ein bisschen weiter. Ja, sprechen Sie Deutsch? Do you speak German? Nein, sprechen Sie Deutsch. Das reicht schon. So, Mr. Brehaney is somebody of these people who is, well, a pain in the neck, as some British would say, for some of these lobby institutions because he is attending these meetings and he's raising his voice. And he's raising his voice for more than 8 years on the contaminated cabin air issue. And he has some experiences, and I would really like, Frank, if you could give us a short introduction of what you're doing and where we are in Britain, in contrast to here in Germany, wo unsere Verbraucherzentralen einfach nicht existent sind. Thank you, Sam.
Well, I just want to begin by saying, are you going to translate this, or how are you going to do this? Anybody who needs a translation? No. I'm ashamed. I just want to begin by saying congratulations to Tim on this film. This is certainly the best film that I have seen made on this subject. And may I say that this film should be taken up by all the public broadcasters of all 29 member states and aired at prime time so that consumers and politicians can see the extent of this particular problem. Now, ladies and gentlemen, there is a malaise in Europe. And that malaise comes in several forms. The first is that consumer complaints, no matter what they are treated as a threat to trade. And I remember hearing in the film about the fact that the health and safety of our passengers are paramount. Ladies and gentlemen, they say the same thing about sick hotels. They say the same thing about problems on ships. They say the same things about problems with kid club safety. They say the same things about trains. Just about everything. They've all been to the same training school. Now, the second problem is that the established consumer groups, mostly based in Brussels, are completely and utterly disengaged. They don't talk about the package travel directive, they don't input into that, they refuse to get involved in ship safety. And when it comes to cabin air quality, they mirror exactly the indifference that is shown by British parliamentarians. And can I just say, can I congratulate those German politicians who are truly engaged on this issue, because you stand alone and you stand tall in the whole of Europe. Herr Schmidt. And the final point that I would say is the malaise in Europe is the fact that EU institutions do not act on the information that they're given. And I will say one very important thing, and this is going to be unusual coming from a British member of this audience. But whatever happened to the Lisbon Treaty? In the Lisbon Treaty, the European Union has been given competence for tourism, and wait for it, transport. And yet, EASA and the European Commission, and believe you me, I've met them at DG Move and so on, they just will not listen, they will not act, they proffer letters to us to say that they've taken this or that action accordingly. And unfortunately, we are where we are. Now, I heard Tim, and I'm going to wrap up very quickly here, but I heard Tim talk about the precautionary principle. There are three issues that Holiday Travel Watch campaigns on. A passenger's right to know. By the way, last weekend I was at a DIY store to get a tin of paint with my wife. And on that tin of paint was the most detailed information about the hazards that was inside that tin. Yes, inside the tin that we fly at 39,000 feet on, if there is a problem there, we are not given any information. So Mr. Key gets regular letters from me and various other officials in the European Commission for me calling upon a passenger's right to know. The second point that we make is that we ought to be forming part of the membership of the various European committees, whether they are at EASA or DG Move, I don't care where they are, but they seem to be very, very well balanced in favour of the aviation industry, and I think it's time to end that. And then the third point is that we are involved, or I'm involved, in standard making in the United States and here in Europe. There is a hell of a cultural difference between the committee in the United States and here in Europe. Over there, they tend to be neoliberal. Over here, we tend to be more progressive. Recently, I produced this paper. It's called The Precautionary Principle on Cabin Air Quality. The reason I produced it, because after a recent meeting in Brussels, I raised the issue of precautionary principle. Ladies and gentlemen, you should have seen the fear on the aviation industry's face. This paper has shaken them to their core. I walked halfway across the bridge in Paris the week before last,
They met me halfway across the bridge. I am encouraged because whatever we say, this is about politics. I was talking to a consumer last week in the United Kingdom who told me, I don't do politics. Of course you've got to do politics in this. This is about the air that we, the passengers, breathe. That is also, it's also about employment rights. It's also about making sure that that metal can doesn't fall out of the sky. It is politics. So that's why I'm involved in this in great detail, to import that methodology. If we get this methodology into this standard, believe you me, we will make progress on the standard. Ladies and gentlemen, sorry, I've spoken too long. You're more than welcome. Thank you very much. Herr Schmidt. Ich mach's versprochen kürzer, ja? Ich möchte nur eine Sache sagen. In Deutschland hat der Verbraucher tatsächlich kaum eine Lobby. Ja? Es gibt keine wirklichen Verbände, die das machen. Und die Mittel von der deutschen Bundesregierung sind so knapp bemessen, dass also die vielen Aufgaben, die die Verbraucherzentralen eigentlich wahrnehmen müssen, gar nicht alle wahrgenommen werden können. Ich nehme an, dass es ein gewisses System, dass so schnell die Mittel verbraucht sind und keine wirklich größeren Mittel gewährt werden. Aber lassen Sie mich dann darauf aufsetzen. Ich habe vorhin gesagt, Druck entsteht natürlich dann, wenn die ersten Prozesse kommen und die Airlines auch befürchten müssen, dass sie auch in Deutschland solchen Drücken ausgesetzt werden. Aber es gibt noch einen Weg dazwischen, den ich auch mal ganz kurz anreißen möchte. Und die Frage ist, wo bleiben denn wenigstens, wenn es schon keine Verbraucherzentralen in dieser Mächtigkeit gibt, wo bleiben unsere Gewerkschaften? Ja, Frage an Herrn Handwerker, aber auch andere, die da sind. Man streikt als Pilot, als Flugbegleiter über vieles. Und ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass es wichtig ist. Aber neben der Tatsache, dass also auch für mehr Geld oder für Übergangsversorgung gestritten wird, meine ich, sollte man auch mal für den sicheren Arbeitsplatz streiken. Und da habe ich leider zu wenig gehört. Das würden die Passagiere sicherlich diesmal dann auch verstehen und wahrscheinlich auch gut finden. Zwei Plätze links neben Ihnen sitzt Herr Hengster von Verdi. Fragen wir ihn direkt. Größte Gewerkschaft Deutschlands. Also ich bin ganz bei Ihnen. Wenn es um die Kabinenluft geht und wir könnten da streiken, wäre das super. Müssen wir Streikrecht ändern. Grundsätzlich aber möchte ich nur mal kurz darauf zurückkommen, auf den Kern des Themas, nämlich auf den Film kurz. Ich glaube, dass der Film sozusagen eine Zusammenfassung ist von den Sachen, die passiert sind in den letzten Jahren, die gut zusammengefasst sind. Und ich glaube, dass es eine Anleitung ist, wie wir weiter vorgehen. Und unser Abgeordneter der SPD hat es, glaube ich, vorher schon gesagt, es ist sehr vieles gesagt worden, was sozusagen in vorher passiert ist oder sozusagen in der Vergangenheit passiert ist. Mich würde interessieren, was wir in der Zukunft machen mit den Informationen, die wir aus dem Film gewonnen haben und aus der Diskussion im Nachgang. Und Sie haben ja sozusagen auch gesagt, dass Sie kurz in dieser Tätigkeit erst sind und vielleicht können wir hier auch gleich vereinbaren, dass wir uns in dieser Runde wieder treffen und dann in 3-4 Monaten schauen, was sozusagen der Progress war aus dieser Sache. Wir als Gewerkschaften, wir kümmern uns um viele Sachen, ich würde jetzt nicht die VC, also für die VC sprechen kann, für Verdi sprechen. Wir haben mehrere hundert Tarifverträge, über die wir uns kümmern in der Luftfahrt. Und wir haben sehr viele Probleme, die Industrie uns beschert, weil sie natürlich auch in der Luftfahrt ein großes Interesse hat. Das ist in diesem Film auch gut angesprochen worden, das ist das Sparen. Und das geht sozusagen aufgrund von politischen Situationen, aufgrund von Entscheidungen und Wirtschaftsentscheidungen, die auch die Kommission trifft, am leichtesten am Rücken des Personals. Und das ist der Grund, warum wir sozusagen in den letzten Jahren sehr unter Druck sind mit dem gesamten Personal im Luftverkehr und es nicht so aussieht, wie wenn sich der Sachverhalt sozusagen grundsätzlich ändern würde. Kontaminierte Kabinenluft ist ein Beispiel dafür, aber das könnte man sozusagen mit den Informationen, die wir jetzt haben, mit politischem Willen gut regeln und dafür würde ich schon sagen, dass man das sozusagen auch regelmäßig machen sollte, dass man sozusagen darüber reden, wie schaut es in 4 Monaten aus, was nehmen wir uns alle vor, gibt es vielleicht Hausübungen für uns, die wir gemeinsam sozusagen tätigen können und wir treffen Sie uns vielleicht im Herbst wieder und dann sehen wir mal, wie der Progress war. Herr Hengster plädiert für einen runden Tisch mit regelmäßigem Treffen, um zu beobachten, wie sich alles entwickelt. Tim? Ich bin Verdi-Mitglied. Ich muss was sagen. Ganz kurz. Herr Hengster, ich habe eben die SPD angegriffen, jetzt greife ich Verdi an. Ich bin Verdi-Mitglied, sage ich noch.
Ihre Gewerkschaft, unsere Gewerkschaft, hat 2010 eine Arbeitsschutzkonferenz hier in Berlin abgehalten. Da wurde eine 3U-Forderung aufgestellt zwischen allen drei großen Gewerkschaften, die sich in der Luftfahrt irgendwo einen Namen gemacht haben. Die UFO, die Vereinigung Cockpit und Verdi. Das war erstmalig, glaube ich, in der Geschichte in Deutschland, dass diese drei Gewerkschaften gemeinsam an einem Tisch saßen und eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben. Diese Erklärung hat gefordert von der Bundesregierung unabhängige, unverzügliche Untersuchung des Problems. Das war im Mai 2010. Wir haben jetzt Juli 2015, das war vor 5 Jahren. Wo hat Verdi die letzten 5 Jahre geschlafen? Welchen Dornröschenschlaf haben Sie geschlafen? Was haben Sie gemacht? Was hat die größte Gewerkschaft Deutschlands, deren Vorsitzender ja auch im Aufsichtsrat der Lufthansa sitzt, unternommen, um dieses Problem anzugehen? Erzählen Sie mir nicht, Sie haben die ganze Zeit was getan. Sie haben nichts getan. Sie geben ja noch nicht mal Ihren Mitgliedern Rechtsschutz, wenn sie betroffen sind. Die bleiben ja auf der Straße sitzen. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich bin auch erst seit Beginn dieses Jahres für diesen Job zuständig, aber diese Rechtsschutz, rücken Sie mal zu. Wir sollten ja Probleme lösen und sozusagen nicht immer Probleme kreieren. Deswegen sagen Sie mir ganz klar, wer keinen Rechtsschutz bekommen hat, weil da werde ich mich persönlich drum kümmern. Ich bin nämlich die und nächste Woche ohnehin im Büro und dann können wir das klar regeln. Frau Rubia, das können wir klar regeln. Sonst ist es nachher. Wurde der Mitgliedsbeitrag wurde eingetrieben per Gerichtsvollzieher, weil sie nicht mehr zahlen konnte, weil sie nicht arbeiten konnte. Okay, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Aber ein Wort würde ich jetzt auch gerne noch verlieren, wenn wir schon angesprochen werden auch. Als Gewerkschaften. Es ist Herr Handwerk, in der Tat, und dann Herr Tessel. Es ist in der Tat nämlich nicht so in Deutschland, dass man hier für alles streiken kann. Wir haben ein, auch wenn es im Augenblick vielleicht nicht so wirken mag, ein relativ restriktives Streikrecht. Und es sind nur tarifliche Ziele bestreikbar. Das ist sehr stark juristisch eingeschränkt. Wir haben keine politischen Streiks in Deutschland, was sicherlich ein Fehler ist aus meiner Sicht, aber da muss ich dann wieder nach ganz rechts verweisen. Da sitzen die Herren, die sowas unter Umständen einführen können in Deutschland. Obwohl im Augenblick sehe ich ja eher das Gegenteil kommen, dass man Streiks ja abschaffen will. Herr Tessel. Also das Streikrecht werden wir heute Abend ganz sicher nicht verändern können. Ich glaube aber auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt wieder unbeliebt mache, weil ich bin, glaube ich, jetzt der aus der Politik, der sich am längsten mit dem Thema beschäftigt. Die Herren sind ja alle neu im Amt, insofern. Aber ich meine das gar nicht abwertend. Ich will nur eins sagen, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass endlich was passieren muss. Wir können nicht jedes Jahr bei Adam und Eva neu anfangen. Also wir haben mit der BG an einem Tisch gesessen, da war die VC auch mit dabei, da waren die Gewerkschaften mit dabei. Wir haben im Bundestag 2012 Anträge vorgelegt, auch die SPD, wir auch. Da war ein relativ klarer Pfad beschrieben, schon 2012. Das ist uns abgelehnt worden, damals noch von der schwarz-gelben Koalition. Also wir brauchen jetzt nicht das Thema jedes Jahr neu aufzurollen. Im Prinzip ist klar, was gemacht werden muss. Das fängt an bei der Rechtsdurchsetzung durch die entsprechenden Behörden in Deutschland. Wenn wir hören, dass zum Beispiel Vorfälle erst auf Nachfrage dann von den Airlines gemeldet werden, dann ruft die Behörde mal bei der Airline an und sagt, war da ein Vorfall? Ja, da war ein Vorfall. Wir melden euch das jetzt mal auf Nachfrage. Haben wir alles gehabt. Das heißt, Rechtsdurchsetzung, da müsste die Bundesregierung den Airlines auf den Schlappen stehen. Dann die Frage, wie wird gemessen? Da müsste die Bundesregierung auf den Schlappen stehen, auch als großer Anteilseigner eines Herstellers. Deswegen, die Maßnahmen liegen alle vor uns auf dem Tisch. Das muss nur endlich jemand in die Hand nehmen, der eine Mehrheit hat im Deutschen Bundestag und sagen, wir machen das jetzt auch schrittweise und dann können wir in einem überschaubaren Zeitraum auch zu Lösungen kommen. Also wir nicht immer neu diskutieren, sondern die Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Es muss sie nur jemand mit einer Mehrheit im Deutschen Bundestag beschließen. Herr Klare? Naja, die Mehrheit hätten wir ja. Ne? Insofern rede ich jetzt für den, der eventuell die Mehrheit hat. Leider sind wir, wie gerade schon mal gesagt, der kleinere Koalitionspartner. Und der größere ist in dieser Frage, also muss ich mich vorsichtig ausdrücken, noch nicht so weit. Ja. Was heißt das? Das stelle ich fest. Ja, die wissen, was es heißt. Und alle, die im Raum, wissen auch, was es heißt. Ich werde es jetzt nicht weiter erläutern, was ich damit meine. Ich glaube, das ist relativ klar. Das heißt, wir müssen da auch Überzeugungsarbeit leisten. Ich bin gerade dabei. Überzeugungsarbeit dazu zu leisten, dass das eine zentrale Frage ist. Und es kann natürlich auch nicht sein, dass, also im Grunde geht es
der Verbrauchervertreter hat es ja gerade gesagt, es geht darum, die Verbraucherrechte zu schützen in dieser Frage. Das ist das zentrale Problem. Jeden Tag steigen weltweit Abermillionen Menschen in so ein Flugzeug und gehen davon aus, dass alles so bleibt, wie es vorher war. Einige erleben genau das Gegenteil. Und das ist Fakt. Da kann man auch nicht mehr drum rumreden. Insofern müssen wir jetzt nach vorne gucken und Lösungswege finden. Die sind zum Teil aufgezeigt. Zum Teil steckt allerdings, wenn ich dann Ingenieurwissenschaftler befrage, der Teufel auch im Detail. Also so einfach Detektoren zu bauen und Filter zu bauen, so einfach ist das nicht. Ne, deshalb auch diese Studie der EASA noch einmal deutlich zu machen, wie ist denn dieses ganze Setting der Stoffe, die durch die Pyrolyse entstehen, damit die Filter auch dementsprechend adaptiert eingebaut werden können. Wenn ich die Flugzeuge sehe, die jetzt fliegen, die haben bis auf den Dreamliner nicht diese Außenbelüftung. Ne, haben sie nicht. Also muss man die ja umrüsten. Insofern, völlig klar, brauchen wir die Detektoren, also die Sensoren, wir brauchen Filter. Aber diese Filter müssen auch das rausfiltern, was rausgefiltert werden muss. Und noch sind gar nicht alle Stoffe bekannt, die da überhaupt entstehen. Und deshalb müssen diese Filter entwickelt werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Dieses bayerische Unternehmen ist da schon verdammt weit. Aber wie die selber mir auch sagen, noch nicht so weit, dass das jetzt hundertprozentig einsetzbar wäre und die Garantie gegeben werden könnte, dass wir jetzt sozusagen am krausen Bäumchen sind und es kommt gar nichts mehr in diese Luft hinein, die in der Kabine ist. Das müssen wir klären, das dauert leider eine gewisse Zeit und da ist einiges liegen geblieben, da gebe ich allen sofort recht. Nur jetzt zu sagen, das ist alles Mist gewesen und jetzt geht der Mist weiter, das stimmt nicht. Herr Klare, Herr Handwerk, Sie wollten entweder auf Herrn Tessel oder auf Herrn Klare direkt reagieren. Ja, ich wollte auf Herrn Tessel reagieren, denn ich möchte nur unterstützen. Wir müssen nicht jedes Mal wieder so tun, als wüssten wir noch gar nichts über die Materie. Und ich sage mal, es ist ein völliger naiver Irrglaube zu meinen, dass Airbus nicht ganz genau weiß, was da an Bord ist. Die haben einen Testflieger, der ist vollgestopft mit ihrer Elektronik. Die messen schon längst seit Jahren, aber sie rücken die Daten nicht raus und sie stellen sich dumm. Und was ich da eben gehört habe, ist, da höre ich ganz genau Airbus wieder durch, die nämlich immer kommen und versuchen, möglichst viel Hindernisse in den Weg zu packen. Ja, wir müssen ja erstmal wissen, welcher Stoff es ganz genau ist, der den Körper schädigt. Das kann kein Mensch beantworten. In welcher Konzentration das denn genau der Fall ist. Das sind künstliche Hindernisse, die aufgebaut werden, um eben nichts zu tun. Und wir waren schon als Vereinigung Cockpit, wir beschäftigen uns schon sehr lange mit der Thematik und ich glaube, ich kann behaupten, dass wir einer der Treiber dieses Themas hier in Deutschland oder wenn nicht sogar in Europa überhaupt sind. Und wir waren schon vor 6 Jahren bei einem Filterhersteller, bei einem führenden Filtermaterialhersteller, der auch für das Militärfilter produziert. Der hat uns damals gesagt, wir können Filter bauen, die Organophosphate aus der Luft heraus filtern, aber wir brauchen die Kooperation der Flugzeughersteller. Und da kommen wir dann eben ganz schnell wieder beim Geld an. Da heißt es nämlich, wir brauchen einen großen Querschnitt, um diese Luftmengen in akzeptabler Geschwindigkeit, weil wir brauchen ein bisschen Durchsatz im Flugzeug, filtern zu können und wir brauchen den Bauraum. So, und das reduziert unter Umständen die Frachtkapazität eines Flugzeuges. Das erhöht das Gewicht eines Flugzeuges. Und dann kommt die Argumentation, ja, dann sind wir ja unter Umständen vielleicht 1% schlechter im Spritverbrauch. Und das gibt uns Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Herstellern, zum Beispiel aus den USA. Und das will man dann schlichtweg nicht. Und so, wenn wir nicht dem Hersteller irgendwann mal knallhart vorschreiben, was Standard sein muss, dann werden wir da nie weiterkommen, weil die werden das immer versuchen, auf die lange Bank zu schieben und auszuweichen. Danke. Vielen Dank. Gerne noch was dazu ergänzen. Also eine Erfahrung, die ich, und ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit Flugsicherheit. Ich war Gutachter für die Staatsanwaltschaft Frankfurt bei dem Absturz eines deutschen Flugzeuges in der Dominikanischen Republik. Und habe auch für amerikanische Anwaltsfirmen schon gearbeitet, die sich ganz anders mit solchen Problemen auseinandersetzen, weil da ist das Rechtssystem ein anderes, ein viel härteres. Was ich in der Zeit gelernt habe, ist, dass in der Luftfahrt nur etwas passiert, wenn es eine Vorschrift ist, wenn es ein Gesetz ist. Und Gesetze kommen vom Gesetzgeber, von nirgendwo anders. Und wir haben hier irgendwie so ein
verträumte Ansicht, die Industrie regelt das selber. Ich meine, wir haben ja auch schon alle Aufgaben, die eigentlich hoheitliche Regulierungsaufgaben sind, delegiert. Das Luftfahrtbundesamt prüft nicht mehr. Prüfen tun die Wartung zum Beispiel, die Techniker der Lufthansa, die ziehen sich dann die Mütze des Luftfahrtbundesamts auf und sagen, haben wir jetzt abgenommen, ist geprüft. Einen staatlichen Prüfer gibt es nicht mehr. Ja, und auch eine Behörde wie zum Beispiel die BFU besteht nicht aus Beamten, ja, sondern das sind überwiegend freie Leute. Da gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Beamte, die da überhaupt fest angestellt sind. Die sind auch hoffnungslos alle unterbesetzt, alle schreien. Wir sind auch gerade mal von der EU ein wenig an den Pranger gestellt worden, weil bei uns doch nicht alles so toll läuft in der Luftfahrt und es da auch gerade ganz merkwürdige Sachen gibt. Hat die EU zumindest kritisiert. Also das ist alles sehr naiv. Und nochmal, in der Luftfahrt wird nur das getan, von einem Hersteller oder von einer Airline, was im Gesetzbuch steht, was er machen muss. Alles andere freiwillig, die Zeiten sind vorbei. Das waren die Zeiten in den 60er und 70er Jahren, wo die Lufthansa ein Staatsunternehmen war. Da hat sie sich geleistet, mehr zu tun, als was man tun musste, weil man präventiv vorgegangen ist. Nur die Zeiten sind im Zuge des Billigfliegens zu Preisen von 29 Euro vorbei. Ich habe eine Bitte an Sie alle. Die Diskussion zwischen Ihnen allen, der eine ist ein bisschen öfter dran gekommen, der andere leider ein bisschen kürzer, das tut mir leid, aber sie zeigt dieses schwierige Feld, in dem wir uns befinden, auf dem Weg hin zu mehr Kabinenschutz und zu mehr Verbraucherschutz, Passagierschutz, das schwierige Verhältnis zwischen Industrie, Politik und Crewmitgliedern und wie Sie eben auch richtig gesagt haben, der Passagier an sich, der Mensch, kommt sehr kurz in dieser Diskussion. Ich habe eine Bitte an Sie alle, so wie Sie hier sitzen. Sie sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Von jedem ein kurzes Statement, möglichst 30 Sekunden, was Sie sich für die nächsten 6 Monate genau in diesem Zusammenhang wünschen. Einfach nur kurz sagen, ohne dass es von den anderen kommentiert wird. Ich würde sagen, Herr Lütze, fangen Sie an und dann hören wir bei Herrn von Beveren auf. Na, wünschen tut man sich was vom Weihnachtsmann am Jahresende, da bin ich völlig außen vor. Ich fordere ganz einfach, dass es endlich politische Mehrheiten gibt. Hier, wenn wir 3 zusammenhalten würden, Rot, Rot, Grün, gäbe es im Deutschen Bundestag nicht mehr, dann müsste ich auf die CDU gar keine Rücksicht nehmen, wenn die noch im Tiefschlaf sind. Aber es ist in der Tat so, wie es Tim van Beveren gerade gesagt hat, wir haben die Situation, dass es der Industrie, den 2 großen Konzernen, völlig egal ist, den Einsatz muss ich jetzt noch sagen, ob sie 5% teures Flugzeug, weil es eine gesetzliche Vorschrift gibt. Airbus ist es nur wichtig, dass Boeing genau dieselben Rahmenbedingungen hat, zu denen sie Flugzeuge baut. Genauso geht es den Airlines. Es ist eine Frage der Politik und ich erwarte von der Politik, dass sie endlich handelt und nicht immer mit dem Zeigefinger auf die Airlines oder auf die Flugzeughersteller schaut. Die machen sowieso, was sie wollen. Der Gesetzgeber muss es regeln und nur der Gesetzgeber auf deutscher und auf nationaler und auf europäischer Ebene. Also ich wünsche mir doch was, nicht weil ich an Weihnachtsmann glaube, sondern weil ich denke, dass man sich durchaus mal was wünschen kann. Also, und ich habe es auch vor zu tun, die Initiative zu ergreifen. Ich wünsche mir, dass wir eine sehr starke parlamentarische Initiative entwickeln können, die dazu führt, dass wir Sensorik haben, dass wir Filter haben, um die bestehenden Flugzeuge nachzurüsten. Und dass wir die Airlines bewegen können, relativ rasch bewegen zu können, die Blaupausen, die jetzt aufgelegt werden, auf ein anderes Belüftungssystem umzustellen, als das, was bisher gilt. Herr Tessel. Also ich wünsche mir, dass wir es schaffen, in 6 Monaten den Druck zu erhöhen und ihn nicht aus dem Kessel zu lassen, weil das ist die größte Gefahr, die es in diesem Thema gibt, den Druck aus dem Kessel zu lassen und damit auch denjenigen, die dieses Geschäft betreiben, seit Jahren zu ermöglichen, sich wieder rauszuwinden. Das heißt, wir brauchen eine politische Initiative, die zum einen dafür sorgt, dass das Recht, das jetzt gilt, durchgesetzt wird, effizient durchgesetzt wird. Und wir brauchen eine Initiative, die A, für die Betroffenen schnell Linderung bringt. Das heißt, wir müssen gucken, dass es anerkannt wird als Berufskrankheit, dass die aus diesem Zwischenstatus irgendwo rauskommen, entweder als Bekloppter abgestempelt zu werden oder irgendwie in irgendeinen anderen Krankheitsbereich gesteckt zu werden, dass sie auch versorgt sind. Und dann müssen wir gucken, was ist in 6 Monaten machbar. Aber ich glaube, wenn man die Mehrheit hätte im Deutschen Bundestag, wäre in 6 Monaten relativ viel machbar. Vielen Dank.
Herr Schmidt. Nachdem ich als Nichtpolitiker nicht daran glaube, dass in dieser Legislaturperiode noch was passiert und bis in der nächsten endlich mal dieses Thema wieder aufgegriffen wird, sprechen wir von mehreren Jahren. Deswegen ist meine Bitte, mein Wunsch, dass tatsächlich die Gewerkschaften, ich greife das nochmal ganz kurz auf, tatsächlich mal die Initiative ergreifen, eine Personalvertretung oder ein Betriebsrat in den Luftfahrtunternehmen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich war 6 Jahre da Personalchef, sind sehr mächtig, mächtiger als in anderen Betrieben. Sie können was bewirken. Und man kann auch das Streikrecht nicht, wie das hier so dargestellt wird, so nach dem Motto, geht gar nicht. Arbeitsplatzbedingungen, Arbeitsschutzmaßnahmen sind durchaus dem Streikrecht zugänglich, wenn man es richtig macht. Aber allein die Betriebsräte und die Personalvertretungen haben eine mächtige Power. Und wenn sie die richtig einsetzen, könnten sie eine Menge bewirken. Ich habe den Verdacht, aus Gründen, die ich noch nicht kenne, wird das nicht hinreichend gemacht. Herr Hennig. Ich würde mir 3 Dinge wünschen. Zum einen, das ist aus meiner Sicht vielleicht verständlich, mehr Transparenz, mehr Offenheit bei Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften, weniger Energie in schwarze Verschleierungskommunikation stecken, sondern offen mit dem Thema umgehen, Dinge benennen, wenn es denn so einen Flieger gibt mit Daten, dass man da einfach mal sagt, okay, wir haben das und jenes gemessen. Zum Zweiten, was die anderen auch gesagt haben, wäre es natürlich sehr begrüßenswert, wenn das Thema in der Politik so ankommt, dass der allseits gezeigte Wille, hier was zu unternehmen, dann auch Anwendung findet in der Ausarbeitung von Gesetzen, von neuen Vorschriften. Und zum Dritten würde ich mir wünschen, dass die Forschung, die ja sehr weit gekommen ist, schon im Falle Westgate zum Beispiel, weiterkommt und uns genauer sagen kann, was für Stoffe da sind, was für Stoffe entstehen und wie sie auf verschiedene Körper wirken und wie man diese Krankheit, wenn es sie denn so gibt, dieses erotoxische Syndrom, wenn man es so nennen kann, meine ich, wie man sie dann bekämpfen kann. Vielen Dank. Herr Hengster. Ich würde mir wünschen, dass dieser Film im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird. Dann das würde sozusagen die Diskussion beschleunigen. Dann wünsche ich mir, dass ich die Probleme sozusagen nur mal unter 4 Augen erörtern kann, die Herr van Beveren mit meinem Vorgänger möglicherweise nicht aussortieren konnte, die werden wir jetzt regeln. Und als nächstes wünsche ich mir noch, trotz allem, auch wenn das vielleicht nicht so gut ankommt, dass man sich in diesem Gremium noch einmal zusammensetzen kann und in 6 Monaten vielleicht draufschauen kann, was bisher geschah. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn wir das guter Dinge umsetzen, dann sind wir vielleicht in einem halben Jahr schon wieder einen Schritt weiter. Sie tauschen alle Visitenkarten aus und wer keiner dabei hat, Tim van Beveren hat, glaube ich, von jedem die Nummer. Insofern dürfte das eigentlich kein allzu großes Problem sein. Herr Fenner. Ich möchte mit meinem Wunsch beginnen, mit dem, weshalb wir auch hier sind, nämlich dein Film, den ich persönlich jetzt noch stärker, ich habe ja die Forscher so ein bisschen in London gesehen, schätze, weil genau das im Vordergrund nach meinem Empfinden steht, nämlich dass der Betroffene im Vordergrund steht, der Passagier, das Personal, die zu Patienten geworden sind. Und ich wünsche mir, und ich sage das jetzt auch als Appell, wer eine Idee hat, diesen Film in irgendeiner Form weiter zu verbreiten, zu zeigen. Ich persönlich habe gesagt, ich habe gute Kontakte zu Pressestellen von Universitäten, Konstanz und Tübingen. Das werde ich tun, da nehme ich mich jetzt persönlich auch in die Pflicht, um dieses Thema weiterzutragen. Dann wünsche ich mir, dass die VC und ich, wir sind in sehr guten Austausch gekommen in relativ kurzer Zeit und wir hatten letztes Jahr im Februar zusammen mit allen beteiligten Gruppen, die jetzt auch genannt wurden, also auch den Berufsgenossenschaften in Frankfurt, mit Ihnen ein wunderbares Treffen, wo wir diese Themen auch adressiert haben. Ich wünsche mir da, dass dieser Austausch in dieser konstruktiven Form weitergeht und ansonsten, dass eben nicht viel geredet wird, sondern das, was auf der Hand liegt, getan wird. Dankeschön. Ja, es gab schon so wahnsinnig viele Wünsche, dass für mich eigentlich kaum noch was übrig bleibt. Ich kann mich eigentlich all meinen Vorrednern hier anschließen. Das sind auch meine Wünsche. Ich wünsche mir ganz einfach, dass dieses Thema irgendwann mal wirklich ernst genommen wird und dass es einer Lösung zugeführt wird. Aber ich möchte auch eins nicht unerwähnt lassen. Ich möchte nämlich mich auch nochmal bedanken bei unseren 3 Herren hier aus der Politik, die auch da sind. Ich glaube, von der Industrie sehe ich hier heute wieder keinen. Vielleicht irre ich mich, aber das ist, glaube ich, auch Teil des Problems.
Und ich finde es mutig auch, dass die Herren sich hier der Diskussion stellen, weil das ist schon allein ein Problem, überhaupt in die Diskussion zu kommen. Von der CDU sehe ich hier jedenfalls niemanden heute Abend. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Es wird einfach zu viel geleugnet. Deswegen mein Dank nochmal an die, die hier gekommen sind. Und auch nochmal ganz besonders mein Dank an Tim van Beveren. Wir haben ja schon so einige Berichte und Dokumentationen und so weiter begleitet, die er gemacht hat. Und ich glaube, ohne ihn wären wir in Deutschland wirklich definitiv bei weitem nicht so weit, wie wir heute sind. Und deswegen im Namen der Pilotenschaft herzlichen Dank. Tolles Kompliment. Ja, den einzigen Wunsch, den ich habe, ist, ich wünsche mir, dass wir mehr unseren Blick auf die Menschen richten. Die Menschen, die tagtäglich in Flugzeugen ihren Arbeitsplatz besteigen und verrichten, aber auch die Menschen, die dort als Passagiere einsteigen, die vertrauen, dass das Fliegen die sicherste Form der Fortbewegung ist und die sich auch nicht vorstellen können, dass sie dort Nervengiften ausgesetzt werden. Und ich denke an die großen Risikogruppen wie kleine Kinder, Babys, Schwangere, die jetzt wieder zur Reisezeit Tausende befördert werden, die solche Stoffe überhaupt nicht abkönnen. Aber auch ältere Menschen, die Vorschädigungen haben, das ist ein Problem. Und ich hoffe, dass wir nicht noch mehr Todesfälle haben. Und ich hoffe vor allem, dass wir nicht genau diesen GAU erleben, den Herr Lutze im Film angesprochen hat, dass wir erst einen Absturz brauchen mit mehreren hundert Toten, bevor sich an dieser Thematik was ändert. Guten Abend. Tim, vielen Dank. Ich bedanke mich bei all Ihnen für diese Diskussion, für Ihre unterschiedlichen Meinungen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die letzte Wortmeldung seit einer halben Stunde, der Herr da hinten. Da. Der, Entschuldigung. Jetzt. Sind Sie aus der Industrie? Ja, ich kann es ja als Wunsch formulieren, dann hat das vielleicht so einen abschließenden Charakter. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Wandel von Wandelkunst Berlin. Ich bin freischaffender Künstler und Kulturveranstalter. Das sollte bis hierhin erstmal genügen. Ich bin auch froh, dass wir die Debatte der politischen und juristischen Ebene ein bisschen verlassen haben und ein bisschen doch am Ende auf so das Wesentliche gekommen sind. Ich hatte eigentlich eine Frage die ganze Zeit an Herrn Handwerk. Ja, und zwar die Frage, die ich eigentlich hatte, ist, macht es nicht tatsächlich Sinn, gerade wenn Sie überzeugt sind von der Problematik und Sie als Personal haben ja wahrscheinlich auch sehr viele Erfahrungsberichte und eine sehr große Gruppe, die tatsächlich diese Erfahrung gemacht hat, fernab jeglicher politischen und juristischen Grundlage einfach diesen ideologischen Weg zu gehen und zu sagen, wir treten wirklich in den Streik und wenn es nicht für die Sicherheit der eigenen Angestellten ist, dann eben um sich auch nicht unbedingt der Beihilfe zur Körperverletzung schuldig zu machen. Danke. Wäre das in irgendeiner Form eine Sache, wo Sie sagen, das könnte man tatsächlich tun oder gibt es einfach aufgrund der politischen und juristischen Ebene ein kategorisches Nein Ihrerseits? Es hat nichts mit der politischen Situation, sondern einfach mit der rechtlichen zu tun. Wir können so einen Streik nicht ausrufen. Das wäre illegal, damit wären wir sofort schadensersatzpflichtig. Und glauben Sie mir, ich würde manches Mal gerne für das ein oder andere Sicherheitsthema einen Streik ausrufen. Das können wir nicht. Aber es ist durchaus schon so, dass wir sehr, sehr aktiv und seit vielen Jahren auch auf Betriebsratsebene, den gibt es ja bei uns gar nicht als fliegendes Personal. Wir sind nämlich ausgenommen vom Betriebsratsverfassungsgesetz und haben gerade bei der Lufthansa einen 40 Jahre alten Tarifvertrag, der uns wesentliche Rechte vorenthält, die ein normaler Betriebsrat am Boden hat. Also insofern, und sind in vieler Hinsicht eben die Hände gebunden. Wir sind, was die Vertretung angeht, eben nur Mitarbeiter zweiter Klasse. Wir würden gerne mehr machen, wir machen auch, was wir können. Und das kann sicherlich Tim van Beveren auch bestätigen. Wir sind sehr aktiv in dem Thema und wir werden es auch weiterbleiben. Solange ich noch irgendwie atme, werde ich das Thema auf jeden Fall weiterverfolgen mit all meiner Kraft.
Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.